Willkommen zurück zu Lost Ark. Ja, wieder, wie gesagt, ein paar Tage Pause gehabt. Deswegen, ich müsste eigentlich mir mal dran gewöhnen, jeden Tag einmal einzuloggen, damit ich wenigstens die Login-Bonis alle mitkriege. Weil da fehlen mir jetzt echt ein paar Stück, die ich nicht alle mitkriege. Aber ja, gut. Nehmen wir die erstmal raus. Wo es, glaube ich, eh unnötig ist. Nehmen wir die größten. Egal. Egal. So. Was haben wir hier? Die Fragmente. Ja gut, die packen wir nachher weg. Ich weiß gar nicht, wo wir stehen. Ja, chaotische Dämonenbestienlegion. Okay, wir sind auf der Schlachtebene. Stimmt, jetzt geht der große Krieg mit Burg Lutera los. Oder um Burg Lutera. Wollen wir mal sehen. Okay. Wo sind wir denn? Ich glaube, danach sollen wir hier unten hin. Deswegen gehen wir unten längs. Das ist, glaube ich, der kürzere Weg. Obwohl, nee, wir gehen von oben und dann nach unten. Und ich gerade sehe. Mokokosam. Die sollen wir ja alle haben. Okay. Was haben wir hier drin? Unterhaltungsausgleich. What? Gibt schon wieder neue Gegenstände geschenkt. Ja, Server Transfer Card Pack. Es gab einen Server-Transfer? Gab's schon wieder? Okay, wir haben wieder Aura für einen Tag. Hm. Ja, Aura der Resonanz. Das ist natürlich schwierig. Da müsste ich mich jetzt dran halten. Ja, die Tickets sind unwichtig. Seltenes Anfänger-Abenteuer-Paket. Seltenes Anfänger. Okay. Das ist natürlich... Okay. Hm. Gut. Das wird nämlich noch ein paar Kontinente dauern, bevor wir die Dinger nutzen können. Das ist nachher für die Chaos Dungeon, um unsere Items hochzuleveln. Unser Items hochzuleveln ist eigentlich unser Level sozusagen. Ah, da ist er. Okay. Nein, jetzt habe ich noch natürlich mehr gelurrt. Das wollte ich nicht. Jetzt gehen wir geradeaus hier runter. Hier ist der nächste. Wir müssen ja nichts mehr jagen. Dann. Da dürften wir alles haben. Hier spawnt ab und zu eine Kiste, ist aber nicht da. Ich muss einfach mal die ganzen Markers wegmachen. So. Kann hier spawnen. Wie gesagt, ich habe so eine Kiste einmal gefunden. Die sind super selten, dass sie mal so spawnen. Da.
mögen die Götter mich. Wir haben doch eine. Haben wir nicht eine Geheimkarte für die Schlachtebene? Da. Wo ist das denn? Das muss ja. Wait. Machen wir es mal so. Das müsste. Ah, ist genau hier um die Ecke, rechts. Machen wir doch mal eben. So, und hier soll jetzt auch noch Mokokosam sein, wenn ich hier finde. Meine Maus verändert sich nicht. Wir sind zu weit unten, wir müssen weiter oben sein. Da. So, bevor wir weitermachen, ich guck mal kurz nach, ob wir fliegende Händler haben. Hier haben wir einen. Die müssen wir auf jeden Fall immer abfahren. Immer. Damit wir das hinkriegen mit den 100%, was Beziehungen angeht. Na, was hast du? Nee, Karten will ich nicht. Das will ich haben. Das will ich haben. Den Song, ja, warum nicht? Komm, mach ich den Song auch. Obwohl nicht so wichtig ist. Oh, kann ich noch nicht aktivieren, weil ich kein. Ja, ich hoffe, wir können die anderen Wege bald ausbessern. Noch keine Festung habe. So, das heißt, mehr haben wir nicht an fliegenden Händlern. Dann gehen wir zurück zur Schlachtebene. Die Respawn, ich glaube 6 Stunden oder 12 Stunden bleiben die stehen. Großartig. Die Kriegspriester haben tadellose Arbeit geleistet. Und all das dank dir und Armin. Okay, bevor wir da jetzt durchgehen, ich überlege gerade. Zeit für die Schlacht! Warte mal. Das ist Teil 4. Na, ist nicht so wichtig. Muss wir eh danach. Los geht's. Mehr Truppen gebracht als erwartet. Verräter überall, wo man hinsieht. Sie werden ihre Entscheidung noch bereuen. Ich werde die Gelegenheit nutzen und alle meine Gegner mit einem Schlag auslöschen. Ihr solltet euch besser bereit machen, Fürst Schericht. Hier sind genug Gegner, man muss sich alle töten. Wow.
das war schon, ja. Der Junge, der König sein will. Ich habe schon auf euch gewartet. Und wie ich sehe, habt ihr die Rebellen aus dem Westen mitgebracht. Alle Verräter werden heute sterben. Kaduna, bringt mir Thyrans Kopf und den Bezwinger. Sehr wohl, Fürst Schericht. Keine Überlebenden! Ich will mitmachen. Mein König, wir sind hier! Halt den Prinzen! Kesselfurt! Gerade rechtzeitig! Wir werden siegreich sein! Wir tragen den Kampf zu ihm! Oh, ich glaube, ich muss hier nicht kämpfen. Genau, man muss einfach nur hier reingelaufen. Und dann geht's los. Geht es dir gut? Mich wegen eines Streits unter Sterblichen? Halt! Dieses Schwert! Du gehörst zu Lutera! Endlich! Die Chance, mich für die Demütigung durch deinen Ahnen zu rächen! Der Hüter des Bezwingers, wo ist sein Licht? Das Schwert ist so stumpf und leblos wie du, Freundchen. Die Blutlinie schwindet. In dir steckt rein gar nichts von Lutera. Ein König muss seine Wut im Zaum halten. Ein König muss zu seinen Untertanen gütig sein. Ein König muss an sich selbst glauben. Dieses Licht! Ja, darauf habe ich gewartet. Und nun eine ordentliche Schlacht bis zum Tod. Carmine, was hat das zu bedeuten? Ich befolge nur meine Anweisungen. Das sind die Befehle von Kazaroth. Aber meine Rache, damit werdet ihr nicht davonkommen, Carmine! Ist das alles nur ein Spiel für dich, Dämon? Ja, aber keines, das ich heute spielen möchte. Nur keine Sorgen,
Ich werde schon bald ein Spielfeld für uns finden. Viel Glück mit deinem wahren Gegner. Versuch nichts kaputt zu machen. Echt? Des Bezwingers. Nun gut. Bereiten wir diesem Spuk ein Ende. Ein für alle Mal. Burg Lutera, ich komme. Na, ja, siehst du wohl. Sein Bezwinger hat endlich sein Licht wieder. Tapferer Verteidiger, okay. Wir haben endlich eine Atempause errungen. Und all das dank dir. Nun müssen wir zum Heldenwall marschieren. Ja. Ich bin auch noch dumm genug dran. What the fuck? Wir sind einsatzbereit. Sollen wir marschieren? Die Nacht ist angebrochen. Marschieren wir los. Entzündet ein Signalfeuer und bereitet euch darauf vor, zum Heldenwall vorzurücken. Ich gucke hier gerade zwei. Also hier ist eine Stelle. Ihr könnt hier Karten farmen. Es ist, ich habe sie bis jetzt auch nur ein einziges Mal gefunden. Also dort ist eine Stelle. Die Karte Schericht kann hier irgendwo rumliegen. Ist random, wann sie spawnt. Das ist super schwer zu sagen. Ich habe sie mal dort oben gefunden. Hier könnte sie sein. Man sieht so ein kleines goldenes Kartenpaket auf dem Boden. Es ist aber sehr klein. Man muss da echt drauf achten. Ich habe meine damals hier oben gefunden. Nämlich hier. Aber scheint nicht da zu sein. Also wie gesagt, wenn ihr Glück habt, könnt ihr sie hier finden. So, jetzt geht die große Schlacht los. Diese Schlacht erinnert mich ein bisschen immer an Herr der Ringe. Aber ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Somit geht's los, die große Schlacht um Burg Lutera. Und nun auf zur Burg Lutera. Die feindliche Verteidigung ist beachtlich. Um den Wall einzureißen, teilen wir uns in drei Gruppen auf. Die linke Flanke erklimmt den Westwall. Von dort aus fallen wir ins Zentrum ein. Vorsicht! Ich spüre eine dunkle Aura in der Nähe. Bald los.
Ja, hab mal die Minimap mal ein bisschen kleiner gemacht, damit es ein bisschen mehr cinematic aussieht. Okay, let's go! So, hier gibt's, hier, die Kiste ist immer zu 100% da, wenn ihr das einmal spielt, das Szenario, aber ist nichts Besonderes drin. Was ist das für eine Truhe? Das war's. Also so besonders ist sie nicht, aber die ist da hinten versteckt, falls ihr das jemals auch machen wolltet. Etwas gegen sie unternehmen. Hier ist eine magische Barriere. So werden wir das Tor nicht durchbrechen können. War das hier oder da? Ah, da drüben. Auf geht's! Was ist das? So,
Oh Gott, diese Kulter, ne? Von den Skills. Eure Hoheit, wir erledigen das hier. Ihr müsst Sherricht hinterher. Verstanden. Lasst euch nicht an solch einem Ort töten. Kapitän. In Ordnung. Ich überlasse das dir. Shit. Kam nicht weg von ihm. Tyrain, dachtest du wirklich, ich würde nur zusehen und nichts tun? Sherricht. Darum bist du nicht würdig, den Thron zu besteigen. Genau wie dein Vater. Du bist kein König. Ich bin der wahre Anführer, den Loterra verdient hat. Es gehört mir. Leg deine Waffen nieder, Sherricht. Gib auf. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Das sind Dämonenkräfte. Du hast deine Seele verkauft. Verkauft? Nein, Tyrain. Ich habe diese Macht genommen. Menschen, Dämonen. Ich herrsche über alle. Erlaube mir, meine neuen Kräfte vorzuführen. Du bist noch hier? Du verschwendest nur deine Talente an ihm. Wie wäre es? Wirst du dem wahren König von Loterra die Treue schwören? So sei es. Wenn du mit Tyrain sterben willst, erfülle ich dir den Wunsch. Ich werde es genießen, dich zu töten. Na dann, komm her! Oh, Kopf. Tatsächlich bezwungen. Beeindruckend. Carmine! Öffnet das Portal! Meine Güte, da ist aber jemand ungeduldig. Viel
Viel Spaß, Meister Valkan. Ein Dämonenkommandant. Warum ist der Träger des Bezwingers schon verletzt? Was ist hier passiert, Carmine? Verzeihung, Meister Walter. Ich weiß, dass ihr eine Rache wolltet. Aber diese Person tötete Schericht. Ihr Tod sollte ein Vergnügen sein, oder? Das ist nicht das, was ich wollte. Aber nun gut. Doch wenn du mich noch einmal störst, bist du mein nächstes Opfer. Verstanden. Tobt euch ruhig auf. Ja, weiter. Oh. Oh, Zerstörung. Oh, fuck. Das ist noch spannender für mich. Genau wie es einst Lotera tat. Du bist eine fähige Kriegerin, aber ich spiele nicht länger herum. Halt! Der Kampf gehört mir! Bezwinger! Ich habe mich schon darauf gefreut. Nein! Ein Delane? Deine Halbblutkraft verblasst im Vergleich. Varin! Es ist noch am Leben? Ja, aber du hast meinem Kommandanten einen heftigen Schlag verpasst. Der Bezwinger trägt seinen Namen zurecht. Carmine! Und jetzt kommt der Moment, auf den ich gewartet habe. Carmine! Verräterische Abschau! Was tust du? Ja, ja. Das ist also die Macht eines Legionskommandanten. Überwältigend. Warum die langen Gesichter? Wir haben doch heute bekommen, was wir wollten. Oder? Genießt euren Sieg, Helden. Vorerst. Was kann dieser Dämon nur vorhaben? Wie dem auch sei. Unser großer Krieg scheint vorbei zu sein. Endlich wieder zu Hause. Eure Majestät, geht es euch gut? Wo ist Schericht? Schericht ist tot. Eure Majestät, ihr müsst sofort den Thron für euch beanspruchen. Das ist nicht der Ort, an dem ich jetzt sein sollte. Was hat Carmine wohl vor? Wie können wir das einen Sieg nennen? Jeder vergossene Blutstropfen stammt von einem Lutheraner. Können später trauern. Nachkommen von Lutera! Der Kampf ist vorbei. Doch seht euch um. Viele sind in der Schlacht gefallen. Der Heldenwald ist blutrot.
Wir müssen uns erinnern, wofür wir gekämpft haben. Wir kämpften für unsere Familie und für eine bessere Zukunft für unsere Kinder. Also erhebt eure Köpfe voller Stolz. Dies ist Luterra, das Königreich der Ritter. Dieser Ort ist ein Teil eines jeden Einzelnen von uns. Lassen wir unsere stolze Geschichte wieder auferstehen. Unsere Entschlossenheit wird niemals ins Wanken geraten. Wir nehmen das Erbe unserer Vorfahren an. Wir werden das Königreich der Ritter in neuer Pracht erstrahlen lassen. Seht her, das Licht, das ihr wieder entfacht habt. Ein neuer Tag bricht an. Das war's, wir haben es durchgespielt. Das war's mit Lost Ark. Ja, war schön, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Na, wir haben alles zurückerobert, alles wieder gut. Natürlich nicht. Das war nicht mal ein Viertel von dem Spiel. Nicht mal ein Zehntel vom Spiel. Da kommt noch ein Haufen auf uns zu. Das ist nur der Anfang. Luterra ist sicher. Und das haben wir allein dir zu verdanken. Dafür will ich dir meinen tiefsten Dank aussprechen. Ich, König Tyrain, verkünde, dass du in Anerkennung deiner Taten als Königsritterin und Wächterin von Luterra im ganzen Land bekannt sein sollst. Es lebe die Ritterin des Königs! Es lebe die Ritterin des Königs! Es lebe die Ritterin des Königs! Für die Ritterin des Königs! So, neuer Kontinent. Wir haben Level Up. Haben wir irgendwas Neues? Oh, durchbohrende Dorn. Ja, lassen wir erstmal so. Ratgeber annehmen. Schreibe Theos Einladung. Das ist der Ratgeber-Quest. Für was? Okay. So. Du bist da. Vielen Dank. Ohne euch wäre das unmöglich gewesen. Nun bin ich dran und werde euch allen helfen. Gravureffekt freigeschaltet. Okay, jetzt bin ich gespannt. Kann man das instant mit dem Low Level machen? Nee, glaube ich nicht. Die sogenannte Gravurunterstützung. Das wäre natürlich, ich glaube, ja, sehr früh, sehr OP. Aber ja, gut. Wäre cool, aber nee, können wir nicht. Lass uns erstmal alles zerstören, was wir nicht brauchen. So, das hier weg. Dann suchen wir uns gleich mal ein Lager und dann gehen wir nochmal in den alten Kontinent zurück und sammeln den Rest ein. Ich muss die Hinweise finden, die Nahun zurückließ. Weil wir sehr viel Krimskram hier haben.
Wir sind Level 29. Mit Level 30 können wir das Auktionshaus benutzen. Warte mal. Selfie-Mode weg. Wo ist denn das Auktionshaus? Da. Okay, kann man erst ab Level 30, wie gesagt. Okay, Lager. Ja, Lager. Hm. Was wir nicht brauchen. Noch mehr Kampfgegenstände, warte mal. Oh, wir können uns entscheiden, was wir öffnen. Okay. Ja, wir haben eigentlich genug. Wir haben genug Scheiße. Das heißt, hier machen wir Dings auf. Aber wir werden das öfters hier benutzen, Trank der Erweckung. So. Solange wir die Gravuren halt noch nicht haben. Brauchen wir einen NPC-Shop, wo ich den ganzen anderen Scheiß reinschmeißen kann. König Thyrain bat dich beim Wiederaufbau Luteras zu helfen. Das ist also die Karte von Arcesia. Und wir haben Kristalle gekriegt. Okay, nice. Und wir haben noch eine Ratgeber-Quest. Annehmen. Oh, sehr mal Blut, gell? Finde jemand, der etwas über eine Gilde weiß. Ah, okay, das mit der Gilde. Ja. Ich werde als Hauptmann der königlichen Wache bis zum letzten Atemzug an der Seite Ihrer Majestät sein. Willkommen, Königs. Ich glaube, das ist jetzt die Quest, wo wir unser eigenes Land kriegen. Mein Lieblingsritter. Ritter? Ritterin? In Anerkennung dafür, dass du die sterbliche Welt beschützt und Luterra Ehre gemacht hast, gewähre ich, König Thyrain von Luterra, dir hiermit eine Festung. Ich könnte nicht stolzer sein, dich meinen Freund nennen zu dürfen. Ich hoffe, dass diese Festung eine würdige Belohnung für deine Mühen ist. Ja, das mit den Festungen, da müssen wir mal gucken, ob ich da großartig was mache, weil dafür müssen wir sehr viel... Festung von der Güte Regulus erfüllt sein. Jetzt kann ich auch das Lied aktivieren, genau wegen dem, weil wir jetzt die Festung haben. Da bin ich mir noch nicht so sicher, ob wir da großartig was machen können und machen werden, weil da, das heißt, hat sehr viel mit Farm zu tun. Sprich, Handwerksarbeiten ohne Ende. Aber warte mal, lass mich mal die Karten hier aktivieren. Weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Öffnen. Öffnen. Ach, du kriegst die gleich alle. Okay. Jo. Okay. Das. NPC-Shop haben wir da oben. Halt! Nur befugte Personen dürfen eintreten. Bei den Höllen, Dudre. Erkennst du nicht den Champion von Burg Luterra? Oh, du meinst die enge Freundin des Königs? Oh, ups, tut mir leid. Vielleicht wisst ihr es schon, dies ist die Prüfungsarena. Mächtige Krieger wie ihr treten hier im ehrenhaften Kampf gegeneinander an. Ähnliche Orte findet ihr in größeren Städten wie Luterra.
Wir nennen sie Arenen. Ihr könnt allein in einer Arena antreten, um eure Stärke im Einzelkampf zu beweisen. Oder ihr stellt euch mit Verbündeten zusammen stärkeren Herausforderungen. Seid in jedem Fall darauf gefasst, gegen wahrlich mächtige Gegner anzutreten. Aber schließlich seid ihr ja eine formidable Ritterin unserer Hoheit. Plant ihr hinauszuziehen und die Welt zu erkunden, wäre es weise, so viel Kampferfahrung wie möglich zu sammeln. Für einen Kampf könnt ihr euch in der Arena registrieren. Euer Name geht sicher als einer der größten in die Geschichte der Prüfungsarena ein. Viel Glück. Ja, die Prüfungsarena, mehr oder weniger. Vielleicht war das früher ein anderes Content, weil er sagte mit mächtigen Gegnern. PvP-Arena, mehr ist das hier nicht. Oh, Milady, was tut ihr denn hier? Wollt ihr in die Prüfungsarena eintreten? Trophäe. Meine Güte, schau sich einmal die Trophäen an. Wie gesagt, das ist da. Was ist das denn hier? Prüfungsarena wie Wappenherstellung. Wo bist du nicht okay? Welche? Ach, ist ein Event. Wöchentliche. Okay, Event machen wir nicht. Also nicht. Ich weiß gar nicht, was ist denn hier? Erstes Spezialladen, Ewiger Licht des Abgrunds. Trainingslager, ist es das hier? Bootcamp? Gut, aber das machen wir nicht. Also ich bin nicht so ganz großer Fan. Was jetzt und vor allen Dingen mit unserem Level jetzt ist. Obwohl ich weiß nicht, ob wir alle. Ne, ich glaube nicht, dass wir dadurch alle Skills dadurch freischalten. Deswegen mit unserem Level ist es halt noch ein bisschen Schwachsinn da reinzugehen. Oh, schaffen wir hier noch Level 30? Ich glaube nicht. Sei vorsichtig, der Vier. Ein wunderbarer Tag für einen Besuch in der Pro. So, wie gesagt, wir gehen. Wir gehen gleich noch zurück. Um den Rest-Content. Verpasst diese Chance nicht! Um den Rest-Content noch einzusammeln. So, laden. Wir verkaufen den Scheiß. Schrott verkaufen. Weg. Sehr schön. So, wir sollen aber was von ihnen kaufen und zwar. Oh, ein Wein. Wofür ist der denn? Abenteuerfernten hinzuzufügen. Kaufe ich mal. Frische Tomate. Oh, lutherische Höflichkeit. Höflichkeit. Wie für lutherisch? Ja, alles kaufen. Brauchen wir für Lutheran, naja. Ja, aber hier war doch mal eine Quest, dass ich hier so eine Art Parfüm von ihm kaufen sollte, oder? Bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Antike Münzen, ja, das wissen wir. Ah, hier, Gemischwaren, da. Ups, habe ich es nicht gekauft? Okay.
Ausflugsabenteurer? Meldet euch, wenn ihr Fragen habt. Hol dir die Erklärung Gravur an, fertig. So, das mit den Gravuren ist mir bewusst. F5. Alt-I. Größte Äthertropfen, Gravur, Platz 1. Achso. Äthertropfen. Okay. Wait, wieso lila in das Buch? Ach, ist man gleich oben? Ah, okay, grün und blau gibt es gar nicht mehr. Okay, interessant. Das heißt, sie sind schon 2 Stufen höher. Okay, das ist interessant. Oder ist es nur beim Beginn? Das wundert mich jetzt gerade ein bisschen. Jetzt haben wir Äthertropfen, ne? Auf Stufe 3. Okay, interessant. Alte Seemannblut durch Gildenaktivitäten. Okay, Gilde ist jetzt die Frage. Sofort Beitritt irgendwo rein. Okay, kriege ich nicht. Okay, kann man spenden irgendwas? Hat er irgendwas aktiviert? Oh, war hier Forschung? Ah, hat er nichts drin. Egal. Warten wir kurz ab. Ansonsten, wie gesagt, ab morgen kriegen wir automatisch was, wenn wir... automatisch wieder online sind. Am Tag, wenn man online ist. Und Silent, wir können Aktivitäten irgendwas machen. Damit wir die Quest schnell beenden. Verbrauche 100 Aura der Resonanz. Schließe einmal Wächterreiz ab. Einmal Würfel. 4000 Lebens. Gut, das könnten wir machen. Endgame-Inhalte. Okay, das. Also, was wir machen könnten, ist, dass wir da Lebensenergie. Eine Ehre, dich kennenzulernen. Mal sehen. Sei gegrüßt. Bist du auch wegen der Portalstatue hergekommen? Sehr gut gemacht. Du kannst nun immer wieder an diesen Ort zurückkehren. Genau, das ist unser Safe Spot. Das hat. Achso, der Song ist schon automatisch eingelesen. Lied der Rückkehr. Hat aber eine Cooltime von 120 Sekunden. 120 Minuten, also 2 Stunden. Sprich, wir können jederzeit, wenn wir irgendwo sind, diesen Song spielen, dann supporten wir uns hier hin. Unsere Hauptbase. Grüß den Ritter. So. Wir gehen jetzt aber trotzdem zurück in den anderen Kontinent. Jetzt muss ich gerade gucken. Fangen wir mit dem Scheiß an hier. Teil 1. Teil 1 ist dort. Lake Bar. Okay, damit fangen wir an. Das ist jetzt so ein bisschen hin und her gelaufen jetzt hier. Für die Collection. Das kommt mir vor wie das Ende aller Tage. 1 von 4. Der nächste müsste hier sein. Mögen die Götter mit dir sein. Hab Dank. Mögen die Götter mit dir sein. Okay. Nummer 3. Wir sollten dafür beten. Ist dort.
spawnt in einer Minute. Hm. Ich geh wieder weg. Wir fehlen uns denn hier noch? Oh, fehlen noch einige. Drei Stück. Also hier jetzt den dritten haben wir jetzt gleich. Hier. So, und das letzte ist auf der Schlachtebene. Deswegen sage ich ja, diese Dokumente zu sammeln, die fressen echt, naja, viel Zeit. Die sind, naja, so kompliziert gemacht. Also wo du überall hin musst. Bla bla bla. Zeit für die Schlacht! Zack, erledigt. Hier müsste jetzt noch ein Aussichtspunkt sein, da. Den haben wir nämlich auch noch nicht. Da wir schon hier sind, machen wir hier mal den Rest. Hier sind noch ein Elite-Mob. Fehlt uns hier nach. Sehr schön. Sind wir gleich durch hier. Wo sag ich, ich sehe ihn nicht. Da. Gut. Dann, wo ist denn das? 1 von 2, 2 von 2. Okay, das passt. Wir werden bald nochmal den gleichen Weg hier. Ist hier jemand dabei am dran? Ja, okay. Solo mache ich den noch nicht auf dem Level. Weil wir müssen ihn noch killen für. Kann man das aufgeben? Ja. Er muss eine Zutat droppen. Oh, noch ist er nicht so ganz machbar. So, irgendwo hier. Zwischen. Einfach da unten. Ah, ne. Irgendwo hier ist ein Dokument, ich sehe es gerade nicht. Da, Leute, da bin ich doch ein paar Mal schon gewesen.
hier fehlt uns auch noch ein Elite-Mob. Ups. Bist du das? Irgendwo das Dokument sein, ich such's gerade. Da. Da ist er. Das haben wir den auch. Summon. Okay, lassen wir kurz mal die Map abchecken. So, da fehlt uns natürlich noch was, da kommen wir nicht ran. Wir können bei dem Koch, glaube ich, noch nichts mehr machen. Was brauchen wir denn überhaupt noch? Warte mal, die beiden nicht. Nochmal Handschuhe. Dann haben wir hier alles. Fast verschlossen rum. Ich habe hier ein paar mehr. Tyrants Fahndungspaket. Oh, das können wir noch schlucken. So, jetzt haben wir hier noch ein paar Teile, was ich noch nicht weiß, was wir damit anfangen. Wir werden mal gucken, ob wir das benutzen können beim Koch. Leckbar. Den können wir herstellen. Den können wir herstellen. Den können wir auch herstellen. Suchen wir direkt aus unter den. Ich dachte. Wait. Ich weiß gar nicht mehr, was gerade passiert. Ah ja. Die zappelnde Tentakel müssen wir von Rolflens. Zappelnde Tentakel. Also die müssen wir von ihm her droppen. Von Rolflens. Gut. Ich gehe jetzt einmal nochmal Kontinent auswählen. Judia. Ja, Salzriesen weiß ich nicht. Retaramis. Vielleicht kriegen wir Rudrik jetzt endlich besiegt. Wir versuchen es mal. Retaramis Grenze. Mal gucken, ob wir ihn besiegt kriegen. Obwohl, wir haben keine neue Waffe bekommen, ne? Na, er ist da. Nur 6 Minuten für ihn. Gucken, ob wir ihn schaffen. Gucken.
sagen, ne? Ah, Damage. Ah, Damage ist noch so ein bisschen das Problem. 6 Minuten glaube ich nicht, dass wir ihn kriegen. Das lassen wir. Mal gucken. Bis irgendwann schaffen wir schon. Irgendwann one-shotten wir ihn auch. 1 Million ist nix. Nachher kriegen wir 10 Millionen. Gut. Dann sind wir so mal mit dem Kontinent durch. Gehen wir zurück zur Burg Lutera. Ah, aber da hinten hin. Das Alt-Amulett haben wir noch nicht, das haben wir nicht, das können wir nicht machen. Das haben wir nicht, okay. Gut. Ost-Lutera. Burg-Lutera. So. Nachwuchsabenteurer? Meldet euch! Majestät befahl, das Auktionshaus neu zu eröffnen, um Lutheras Wirtschaft anzukurbeln? Mhm. So, fangen wir an hier alles zusammen? Ich würde sagen, ja. Let's go. Fangen wir an mit dem Mokokoko. Mokokoko sagen. So. Welches Lied darf es denn sein? Ein wunderbarer Tag für einen Besuch. 1, 2. Fangen wir an. So, hier soll auch ab und zu eine Kiste spawnen. Ist aber super selten. Ich habe sie einmal gefunden in der Bibliothek. Da ist ein Liebesgeschenk drin. Hier haben wir auch wieder keine besonderen Vorkommnisse. So einen Geheimgang. Glaube ich, wer den Scheiß sich ausgedacht hat. Was haben wir da oben noch? Da haben wir sonst soweit nix. Also können wir erstmal hier wieder raus. Denke daran, deinen Triporter zu aktivieren. Damit kannst du leiden. Ich bin sicher, unsere Nachfahren werden dich und deine... Hier war ich nie drinne. Also damals schon, aber. Ja, danke. War der Geheimgang? War das hier? Ja, hier war das. Upp.
sonst muss man, glaube ich, hier nie rein. So. Weißt du, wie es den anderen Kontinenten ergeht? Ups. Frische Blumen! Den ganzen Tag in der Burg zu bleiben. Wir setzen große Erwartungen in ihn. Das geht heute auf mich. Au, mein Rücken. Wir haben heute ein paar feine Waren. Wait, no. Hä? Kann den nicht anklicken. What? Verkauft nur deine Höflichkeit, das habe ich aber woanders. Ich könnte wert, warte mal. Weil das war woanders. Okay, was vielleicht. 1, 2, 3. Ich fing einen Fisch und ließ ihn frei. Den haben wir. Bam. Aber er verkauft gerade nichts. Das könnte sein, dass es verändert worden ist. Oder? Den Wein hatte ich doch auch schon gehabt. Wo ist denn der hin? Hä? Okay, das wurde hier verändert. Der NPC hat... Hier war vorher auch ein NPC. Okay. Das heißt, das ist alles zu ihm geschoben worden. Was das Kochen angeht. Oder das alles verändert. Gibt es was? Oder sehr leicht. Ein wunderbarer Tag für einen. Wo war der denn? Hier unten, da. Verpasst diese Chance nicht! Okay. Das heißt, Brotkrümel, ja genau, er hat die nämlich alle. Ich dachte, das habe ich schon gekauft. Okay, egal. So, die Brotkrümel, das ist so ein Glücksding. Kann ich nicht. Schiff, da. 100. Kaufen. Ja. Das heißt, du öffnest die und dann kriegst du diese anderen Teile raus, so, diese Kuchen da. Die öffnest du dann wiederum, um die noch weiter zu upgraden. Und ich glaube, das ist dann die letzte Stufe. Das muss ein legendäres Item sein. Oh, zwei Stück. Ah. Das ist halt das. Man braucht da. Komm, kaufen. Man kann halt nur so wenig aufmachen. Das ist halt super nervig.
Mal so viele wieder auf, bis wir 10 Stück haben. Und dann gucken wir weiter. Donutmarkt. Also wie viel haben wir ungefähr gefressen? Oh, fast 200 haben wir gefressen. Wait, kann ich nicht verkaufen? Okay, dann weg damit. Ist das nämlich auch erledigt. Eine lokale Spezialität. Ja, ein Lolli, der auf dem Boden liegt. Ich würde den natürlich auch sofort in den Mund stecken. Zack, fertig. Nice, das sieht doch gut aus. Okay. Da melde ich mich aber echt damit zu, ne? Okay, gut, machen wir das. Ich sehe gerade, das Item da ist sogar sehr wichtig. Musik hat die Macht, dein Herz. Und zwar, er hier verkauft dieses Latt-Gedichtband. Davon braucht man 7 Stück für eine Insel, Herz. Das wusste ich nicht. Ach, scheiße. Ja, okay, fuck you. Wenn man sich ja, okay. Schrott verkaufen. Verkaufen. Gut. Machen wir dann später, sobald wir die Insel Herz in Angriff nehmen. Zumindest. Ja, mal gucken, ob wir uns daran erinnern. Okay, Lutera ist so gut wie durch. In dem Bereich gibt es jetzt noch was. Also da hinten ist noch ein Mokoko-Samen, den holen wir uns später. Da wir eh da hinten nachher noch hin müssen. Ansonsten haben wir so gut wie alles hier. Das heißt, wir machen jetzt weiter mit der Quest, mit der Story. Die erste Map haben wir fast durch. Schön. Oh, halt, stopp. Du stehst direkt drauf. Oh, dankeschön. Welch Ehre, eure Königsritterschaft als Gast zu haben. Achso, wir holen uns mal ein paar Kader-Level, indem wir... Nee, Ostritter... Da, das alles abholen. Mal gucken, Kader-Stufe 20. Bumm, 24. Wieder mal einen Mut. Sehr schön. Oh, sollen wir das mal eben machen? Okay. Moment. Willkommen, Abenteurerin. Dies ist jetzt unser Land. Zu euren Diensten. Welch Ehre, einer Königsritterin zu dienen. Willkommen, Milady. Seid willkommen. Dies ist halt unser Ort. Oh, Gästebuch. Ha. Huh. Unser Ort, wo wir alles Mögliche. Wow, unsere neue Milady. Ein
angenehm zu sein. Unsere neue Lordschaft ist da. Gebt unserem Land einen Namen, Milady. Wie nennen wir es denn? Ich glaube, man kann es jederzeit umbenennen. Xamis LP. So. Was? Dein Name? Bestätigen? Du kannst nur gerade eine und bis zu 12 Zeichen eingeben. Festung umbenennen, ja. Ungemetzte Wörter. Ah, okay. Da unten lese ich das. Wahrscheinlich deswegen. Zack. Haben das alle gehört? So heißen wir die Milady willkommen. Eins, zwei, drei. Hm. So cool! Ein angenehmer Tag! Milady, wie war unser Lied? Hervorragend! Hey, ich habe dich erwartet. Wie gesagt, das ganze Land gehört uns. Wir können überall Sachen hinbauen, die wir in der Welt nachher finden, kaufen, craften, etc. Wir können Gebäude ein paar hinbauen, Garten machen und. Also man kann hier sehr, sehr, sehr viel machen. Jeden NPC, wo wir die Liebesbeziehung oder Liebesbeziehung sozusagen auf Maximum haben, dann können wir sie auch ins Dörfchen holen und verteilen. Ich habe etwas vorbereitet, was euch die Erfüllung eurer Pflichten etwas erleichtern sollte. Es steht euch frei, es euch jederzeit anzusehen, Milady. Warte mal. Mit Ragio-Quests holen dir alle eine praktische Erfahrung. Rufen dir alle wissenswerten Festungen der Verwaltung in Erinnerung und beginne umgehen mit der Verwaltung deiner Festung. Bestätigen. Ich habe sie ein bisschen verkürzt, weil ich sie schon kenne. Ausgezeichnet. Okay. Wieso kriege ich so krass Laborstufe 2? Okay, hier haben wir nachher reisende Händler. Die schalten wir nachher frei. Mal gucken. Verwalten. Wir könnten forschen. Ja, und da geht's halt los. Wir müssen sehr viel Handwerkszeug machen, damit wir das alles erforschen können. Ja. Und das dauert halt ewig. Habe ich überhaupt ein Schiff? Ich hab sie. Warum? Okay. Mission starten. Kosten 3 Piratencoins. Jetzt dauert das noch 2 Stunden. Das dauert später alles viel länger. Okay. Was wir machen können... Können wir mit den Forschungen... Ne, können wir nicht. Schade. Das wäre sonst eine Idee gewesen, dass wir mit der Forschung durchführen. Okay, das ist fürs Level. Ah, haben wir noch gar nicht. Es gibt nachher einen Garten, wo wir dann Materialien hier im Ort sammeln können. Aber diese Materialien sind halt speziell, die halt nur hier dann auch funktionieren. Die kann man nicht verkaufen oder sonst irgendwas. Aber ich sehe gerade im Labor, können wir nur das normale Holz nehmen. Es gibt dann noch dieses Holz, das hat eine spezielle Bezeichnung dann.
dass das nur hier ist, aber das geht nicht. Gott. Naja. Muss man wahrscheinlich... Da, der Bauernhof ist das. Oh, müssen wir später freischalten. Kann ich mein Pet schon leveln? Warte mal. Ne, kann ich noch nicht leveln, das Pet. Ist noch gesperrt. Entweder muss man das mit, auch mit Forschung freischalten. Na, oh mein Gott, was haben wir denn hier jetzt alles bekommen? Oh, viel Heu, okay. Noch mehr Holz. Oh ja, Level Up hatten wir. Dum, 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 dum. Wir haben einen neuen Hintergrund. Delphi. Das können wir nachher aktivieren. Okay, raus hier. Das mit der Festung. Müssen wir mal sehen, wie wir das alles in Angriff nehmen. Weil das ist echt viel, viel Arbeit und beziehungsweise Gefahr. Ob man da irgendwas machen kann, mal gucken. Wir werden sehen. Oh, du hast König Thyrain geholfen. Das stimmt. Im Namen aller im Land möchte ich dir für deine Hilfe danken. Oh, du willst die Aufzeichnungen meines Vorfahren sehen? Brauchst du dafür etwa die Tresorschlüssel? Ich habe dein Gespräch gehört. Du suchst die Aufzeichnungen, die unser Vorfahr im Tresor hinterließ. Ding, ding. Mehr höre ich gerade hier nicht. So, wo sollen wir hin? Wir sollen nach rechts. Okay. Möchte die allerbesten Farmwerkzeuge ordern? Da ist nichts. Diese Waffen,
wurden von Scherichts Soldaten bei der Flucht zurückgelassen. Was bringen die schon auf einer Farm? Tja. Die mögen zwar den Rebellen gehört haben, aber sie sehen aus, als könnten wir sie gebrauchen. Meister Norin sagte, jemand sei auf dem Weg. Er meinte dich, oder? Was haben wir denn? Muss mein Trank da wieder wegkommen? Da. Okay. Wie sollen wir? Sollen wir? Ja, da sollen wir. Meister Norin erzählte mir von dir. Du möchtest dich gern im Reich umsehen? Sendet mir ein Geschenk? Ich würde mich gern vorstellen. Ich bin Elia, Bishu Nahuns Tochter. Oh, Level up, oder? Nice, der Markt ist freigeschaltet. Jetzt können wir hier nämlich Sachen verkaufen. Gucken. Hinzufügen. Kostet 1 Gold. 2 Gold. Und hier können wir nachher unsere Abenteuerfolianten ein bisschen auffüllen, Sachen rauskaufen. Müssen wir mal gucken, wie wir an Gold rankommen. Das wäre unsere Möglichkeit. Wir haben den Sprungschlag. Oh, nice. Sofortige Entladung. Wechselt zum Normalmodus und feuert sofort los. Auflade erhöht die Drehgeschwindigkeit beim Aufladen, erhöht ausgeteilten Schaden. Ich mache gerne. Am Anfang habe ich damals gerne das gemacht, weil das viel dazu gegeben hat. Aber später brauchst du es nicht mehr, weil du genug dazu kriegst. Also für die besten Anzeige. Ich mache da erstmal das. Danach machen wir mit dem Dämonengriff weiter. Oh nice, wir haben einen neuen Skill. Sie wollen die Steuern halbieren? Das sind ja tolle Neuigkeiten. Ich habe jetzt Zeit zum Dehnen. Ach. Seitdem der neue König da ist, ist das Leben viel besser. Die Sonne und frische Luft tun echt gut. Erledigt. Ups. Drei. Oder nicht.
angreifen. Dieser Fiesling Schericht hat uns alles abgeknöpft. Aber der neue König scheint unsere Situation zu verstehen. Piggeret-Höhle. So, komm ich drauf? Yes. Hier haben wir jetzt, mal gucken, ob das hier jetzt gleich instant klappt oder ob wir stundenlang stehen müssen, um zu fahren. Hier gibt es eine Secret Quest. Die Secret Quest ist einmalig. Die könnt ihr nicht mit Twinks machen, wenn ihr sie habt. Und zwar von diesen Soldaten hier. Kann sie droppen. Ich weiß nicht, wie hoch die Droppchance ist. Okay, doch relativ okay. Rebellen rekrutieren. Das war doch nicht so schwer, wie ich dachte. Also das ganze Diorica zu Pferdefutter machen? Oh, warte mal. Der reisende Händler. In welcher Map ist der? Sonnenhügel. Wie bitte? Bishu? Er schickt all das Diorica-Futter? Du hast es geschafft. Jetzt müssen wir nur noch Onkel Bishu überzeugen. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Ansonsten, ne? Gibt's ein bisschen Haue.
Ups. Siehst du, die untere Hälfte der Map haben wir schon. Also wir passen schon bei der nächsten Map da. Der Schmerz eines reisenden Herzens. Meister Monterk bat dich, Hengste für das Bichou-Anwesen zu beschaffen? Wow! Okay, wo sollen wir hin? Dahin. Auf der Seite haben wir alles. Ich muss noch einmal ganz nach links. Da ist noch ein Samenchen. Bei den was für feine Hengste. Wer schickt denn so ein Präsent? Monterk. Ja, diese Pferde sind definitiv von ihm. Wo ist er denn? Berner? Wo ist er? Ja, ja, oder Bärhard. Viele Ritter Lutheras verteidigten gemeinsam mit mir das Grab des Königs. Ihre Seelen durchdrangen meine Tonsoldaten und werden an meiner Seite die Zeitalter überdauern. Wir müssen den glorreichen König Lutheras beschützen. Das gleiche gilt für die Macht der Schöpfung, die er ausübt. Der einst, wenn das Heldenlied über dem Land erklingt, wird die Legende wiedergeboren. So, ich habe gerade eine Secret Quest hier angenommen. Ich weiß nicht, ob sie außerhalb auch annehmbar ist. Das wundert mich gerade. Mal gucken. Die Sonne verbeugt sich, die Ruhestätte des Königs. Ich weiß nicht, ob man die Quest auch annehmen kann, wenn man später hier ist. Da. Ab und zu spawnt hier auch eine Kiste. Direkt beim Brunnen hier so. Aber... Mila, ab und
zu. Ab und zu. Okay, dann haben wir das da. Das heißt, wir sollen da wieder hin. Das machen wir aber noch nicht. Ups, aber. Das machen wir noch nicht. Wir haben noch einen Aussichtspunkt, den ich schnell mal einmal besuchen werde. Zack. Gut, wir sollen aber zurück zu Burg Lotera. Oh Gott, da, boah, da sind ja viele Quests auch aufgetaucht. Interessant. Und wir müssen jetzt nur noch da oben einmal hin und dort links einmal hin. Und dann ist die Map fertig. Und dann geht's auf zur nächsten. So wie immer. Eine Map fertig machen nach der anderen. Ist die Bibliothek von Thermia. Sei bitte leise. Ich versuch's. Aber wie gesagt, hier spawnt auch ab und zu eine Kiste. Einmal hatte ich eine hier gehabt. Du hast die Zeichen gesehen. Nahuns Tonsoldaten. Wissen ist Reichtum. Ich weiß gar nicht, ob das so viel umsteigt, sein grauer Mann. Naja, Gott bringt doch nichts. Kartenumtausch? Ah ne, das gibt's gar nicht mehr, ne? Die gibt es nicht mehr. Die Bibliothek von Thermia. Sei bitte. Ein Buch vom königlichen Hof. Sieht aus wie ein Relikt einer alten Ära. Und hübschere Kunden. Denke daran, deinen Triporter zu aktivieren. Damit kannst du leichter. Dass automatisches Laufen nicht mehr geht, das wundert mich so hart. Haben die das rausgepatcht? Gab es da einen Bug oder was? Du bist zurück. Ich kenne einen ähnlichen Vers.
Mach den Rücken gerade. Mach ich doch. Jemand von außerhalb hätte Ritterehren erhalten. Ich hoffe, ich bekomme reichere... Und wieder Level Up. Aber können noch nicht allzu viel machen hier. Okay. So, aber ich würde sagen, ab hier beenden wir mal diesen Part. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ne? Ich wünsche euch was. Bis dahin, haut rein.